erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Geh mit dem Segen Adanos, mein Sohn. Yay. Das wissen wir. Ja. Also, jetzt wieder die Sicht ändern. Und auf dem Markt uns ein bisschen herumtreiben. So. Jetzt eben mal schnell mit darum reden. Was kann ich für dich tun? Suchst du geistigen Beistand? Willst du ein Gebet an unseren Herrn Innos richten oder etwas Gold für seine Kirche spenden? Als ob. Ja. Ich will mir deinen Segen holen. Das ist gut, das ist gut. Dann willst du vermutlich Gold an die heilige Kirche Innos spenden. Nein. Ja? Eigentlich wollte ich deinen Segen, um als Lehrling in der Unterstadt anfangen zu können. Aber mein Sohn, ohne eine bescheidene Spende an die Kirche kann ich dich unmöglich segnen. Wie soll ich mich denn sonst deiner guten Absichten gegenüber der heiligen Kirche Innos verfolgen? Mach's wie Vatras. Mit paar Fragen. Wie viel ist denn eine übliche Spende? Nun, das kommt darauf an, welchen Teil du geben willst. Lass mich sehen, was du dabei hast. Ah, ja. Du hast mehr als 50 goldene Münzen. Nein. Spende 25 davon Innos und empfange sie. Okay, das geht ja noch. Ich segne dich im Namen Innos, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Ja. Das wär's dann jetzt. Ist da vorne. So. Massenpanik. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Okay. Steck die Waffe weg. Die macht mir Angst. Ups. Weltra. Das ist Kanta. Hey. Hey du, ich habe ein Angebot für dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Was würde für mich dabei rausspringen? Wenn ich den Stand habe, bekommst du eine Waffe von mir. Und zwar eine verdammt gute. Schön zu hören. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Ja. Ich muss weiter. Von mir aus. Was machen wir denn jetzt auch nochmal schnell? Und, Wie läuft das Geschäft? Als die Paladine kam, dachte ich, das wäre eine gute Gelegenheit, Geschäfte zu machen. Aber sie lassen sich ihre Waffen von Harad herstellen und weder Harkon noch ich verdienen auch nur 1 Goldstück an ihnen. Dazu kommt noch, dass die Nahrungsversorgung durch die Bauern ausbleibt und alles teurer geworden ist. Da ist es nur ein kleiner Trost, dass die Paladine meine Hotelrechnung bezahlen. Aha, schön für dich. Zeig mir deine Ware. Keine Pfeile. Schaden. Wüsste ich gerne, wie viel. Den lesen wir doch auch noch mal ganz schnell. Letzte Ermahnung. Ich habe dir schon mehrere Male auf liebenswürdige Weise mitgeteilt, dass die Waffen, die ich bei dir von einer Woche bestellt habe, dringend brauche. Wenn ich nicht bald etwas von dir höre, Sarah, dann sehe ich mich gezwungen, andere Seiten aufzuziehen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Ohne.
Oh, Kanta ist ja ganz, ganz böse. Zeig mir deine. Okay, das machen wir jetzt ganz schnell. Wir verkaufen hier natürlich den Brief. Und dann schauen wir mal. 18. Lol. Das ist meine Nackenkeule. So, dann zeig schauen wir mal. Oh ne, lassen wir doch mal. Das lassen wir. Nagelkeule ziehen wir wieder an. Dann gehen wir zu Lord André, verpetzen sie, kassieren das Geld. Wohl ne. Na jetzt eben noch nicht, haben wir 2 Tage Zeit. Machen wir lieber jetzt noch fix eine andere Quest. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Dann müsstest du ja Pfeile haben. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal, sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Zeig mir deine Waffe. Jawohl. Er hat Pfeile. Wie teuer. Ah ja, kaufen wir doch mal alle. Ihm auf. Okay. Die verkaufen wir. Feuerpfeil. Steckbrief. Sonst haben wir anscheinend nichts. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an, am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Tja. Ich könnte dir dein Gold wieder beschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erst mal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu. Und seit die Paladine da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Boah, sag nicht, ey. Nein. Ja klar, mein Vater staubt gerade mal im Hintergrund. Ja. Und naja. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. Niemals. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag Jora beklaut. Und der hat dich auch noch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen... Genau. Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tue es auch nie wieder. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Genau. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Ich will keinen Ärger mehr. Wenn du meinst, du musst das tun, dann lass dich nicht aufhalten. Aber sieh dich vor. Meinen Freunden wird das nicht gefallen, was du hier abziehst. Ja, ja, schön für dich. Wir bekommen zumindest eine satte Belohnung, wenn wir dich verpetzen an die Miliz. Wegen des Diebes. Ja, wie sieht's aus? Hast du ihn geschnappt? Und noch viel wichtiger, hast du mein Gold? Ja, ich habe ihn erwischt. Er wird die nächste Zeit im Gefängnis verbringen. Was ist mit meinem Gold? Ja. Hier hast du deine gestohlenen 50 Goldstücke zurück. Enos sei gepriesen. Es gibt auch noch Gerechtigkeit in der Stadt. Ja. Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Wenn du Gold willst, dann bring die Liebe zur Strecke und kassiere das Kopfgeld bei Lord an. Ich muss mich jetzt wieder um meine Kunden kümmern. Ja klar, und ich entschuldige mich auch nochmal für die Geräusche des Staubsaugers.
Aber hier jetzt schon mal den Part abzubrechen, das wäre viel zu früh. Weil ich glaube, ich habe den letzten auch schon viel zu früh abgebrochen. Aber natürlich weiß ich nicht einmal, ob ihr den hört. Oh mein Gott, ist das laut. Und der Schild backt da hinten herum. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Sarah verkauft Waffen an Ona. Sarah? Waffenhändlerin am Marktplatz? Hast du das für Beweis? Sie hat einen Brief über Waffenlieferungen an ihn in der Tasche. Damit wird sie nicht durchkommen. Ich werde sie verhaften lassen. Und dann gibt's da noch was. Und zwar Rengaro. Rengaro hat den Händler Lora bestohlen. Er wollte abhauen, aber ich habe ihn erwischt. Gut, meine Männer haben ihn schon aufgegriffen. Er wird die nächste Zeit niemanden mehr bestehlen. Hier hast du dein Geld. Nee, dafür sollten wir ihn lieber nicht belästigen. Hat ja schon uns Lothar gesagt. Ja. Das war's dann auch mal so. Und, okay. Hab schon gedacht, das spackt wieder mal ein bisschen herum. Okay. Ah. Jo. Gut gemacht. Sarah ist dort, wo sie hingehört. Ich habe ihre Waren übernommen. Wenn du also eine Waffe brauchst, komm zu mir. Du wolltest mir eine Waffe geben. Richtig. Hier, diese Waffe ist ein Meisterwerk der Schmiedekunst. Ich muss was von mir. Oh, ha. Meisterwerk, was ganz schön viel Stärke benötigt. Aber schön Damage macht für den Anfang. Ich möchte auch noch ein Video vorstellen, und zwar von lieben SmartyLP. Und zwar geht es darum, nehme ich jetzt einfach mal. Oh ja. Und lol. Und zwar geht es darum, dass die Kommentare, dass einer schreibt beispielsweise jetzt hat nicht kein Halsbeispiel, was jemand schreibt, boah, lad doch jetzt endlich mal den nächsten Part hoch, ich kann nicht mehr warten, ich deabonniere dich sonst. Also dass er kleine, dass man kleine Drohungen ausspricht, aber dann ist natürlich klar, dass die starken Abonnierer, schlechtes Deutsch, auf diese Person dann losgehen, die dann auch beschimpfen, ja komm, lass Marty in Ruhe, da gibt sich schon genug Mühe. Töten wir jetzt mal fix? Hat er ja recht, also haben diese Leute ja recht, aber direkt massenweise auf diese eine Person loszugehen, ist auch keine richtige Lösung. Und wir YouTube, nicht wir, doch manche YouTuber, aber auch hauptsächlich Let's Player, werden nur sozusagen nur als Maschinen gesehen. Also man meint, wir hätten beispielsweise keinen Nebenleben, wie bei Gronkh manche denken, oder wir hätten nichts anderes zu tun, außer Let's Plays zu machen und sie hochzuladen, und dass wir dann auch schneller hochladen könnten, oder wenn wir Fehler gemacht haben, dass darauf rumgehackt wird. Und dieses Video kann ich nur empfehlen, stelle ich auch in den Link für die Faulen in die Videobeschreibung. Und ja, das ist es eigentlich dann auch schon längst. Brauchen diese Waffe.
Was machst du hier? Mein Name ist Brahim. Ich zeichne und verkaufe Karten. Da du hier neu bist, kannst du vielleicht eine Karte der Stadt gebrauchen. Sie ist sehr günstig und bis du dich eingewöhnt hast, äußerst nützlich. Natürlich werden wir nicht bezahlen. Wir sind kleine, fiese Diebe, wie man uns auch gerne nennt. Und er hat ja noch Fäuste, die mehr Damage machen als eine Keule. What the fuck? Ja, und seine Frau unterstützt mich natürlich. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Ich könnte noch... Ich werde verlieren. Ja, so ist gut. Ha. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Ja, so ist gut. Oh Mann, ich backe herum, ich backe herum, ich backe herum. Mist.